ich grüße euch. Ich will noch ein Video machen heute mal zu Masters of the Universe. Und zwar zu den neuen Origins, komischerweise die Filmationsfiguren zählen zu den Origins-Figuren. Für mich nicht, das ist eine eigene Toyline für mich. Aber Mattel zählt die zu Origins anscheinend. Wie gesagt, Instagram kann man Bilder sehen der neuen Figuren. Ich habe die mal geguckt. Hier kann man sehen, kann man das ein bisschen unscharfes Handy mit Spinnendrin drauf, also mit Riss drin, ist mir hingefallen. Okay, was wird denn angekündigt jetzt in Zukunft, was rauskommen wird als nächstes von den Figuren? Evelyn im Filmationsteil. Ich bin kein Filmationsfan von Figuren her. Ich habe mehr Bezug zu den Hörspielen, zu den 2000X, zu den Vintage, also die Origins. Die Figur kommt jedenfalls raus. Evelyn kommt raus. Dann ein Webstore, Webstore 2.0, aber im Filmationsteil. Die Nummer ist HYD36, wenn ihr googeln solltet mal irgendwie. Wie gesagt, also der sieht vom Kopf her ein bisschen zu menschlich aus, finde ich. So ein bisschen spindisch, mehr menschlich ein bisschen. Ist halt Filmationsteil. Dann kommt einer raus, den kenne ich gar nicht. Rip. T-Lax sagt mir jetzt nichts, weil ich kein Filmationsfan bin. Ist so ein Schlangenkrieger, wollte Drachenkrieger sagen, Schlangenkrieger. Der hat wohl gerade irgendwie Triklops Schwert geklaut. Der Figur gefällt mir ehrlich gesagt nur als ein Schlangenkrieger. Okay, das Schild, das ist ein Schlangensymbol drauf. Die grüne Axt gefällt mir, das grüne Schwert gefällt mir. Der Rest der Figur nicht so meins. Dann kommt ein gerupfter Spielchor raus. Der sieht irgendwie so ein Schuljunge aus, in meinen Augen. Wie gesagt, also der sieht bestimmt gut umgesetzt aus, von der Machart her, filmationmäßig gut umgesetzt. Aber ich finde es noch ein bisschen so, ist nicht mein Fall, ehrlich gesagt. Zu wenig Stacheln und irgendwie so ein komisches Köpfchen. Aber ist Geschmackssache, der kommt raus. Dann kommt ein gerupfter Clawful, dem er seine Hand geklaut hat, seine Krake, seine... Was hat man dazu nochmal? Seinen Kraken, nicht Krakenarm, ich komme ja auf Krakenarm. Sein Krabbenarm, seine Schere geklaut hat, irgendwie, da zwei kleine Scheren. Also von der Machart her, also die Schere, die auf den, überlegt gerade, linken Arm hat er jetzt beide, die große Schere fehlt. Und er sieht ein bisschen unterernährt aus, also sieht ein bisschen komisch aus, ein bisschen mehr ein Schlangenkrieger vom Aussehen her, würde ich mal sagen. Was gibt es noch Schönes bei den Filmen? Muss ich gucken. Das Gesamtbild von den Figuren kann man gucken bei Instagram. Dann haben wir noch als nächstes Vipor, ein Schlangenkrieger. Also irgendwie hat Mattel es mit den Schlangenkriegern auf sich, irgendwie ein Snakeman und so. Kenne ich auch nicht. Dann ein Hot Trooper Prime. Interessant, also so ein Umschlag an, also so ein Umhang an, kann man sagen. Interessant finde ich den. Dann kommt noch ein Doppelpack raus. Letztes Mal kam Skeletor und Stranger Things raus. Jetzt kommt He-Man und Stranger Things raus mit so einem komischen Typ. Ich kann ihn nicht einschätzen. Das ist so ein komisches Figürchen von Stranger Things. Gefällt mir absolut nicht. Und, das ist schrecklich, finde ich, ehrlich gesagt. Es kommt da raus. Vecollector, dieses komische Fahrzeug aus der Filmationsserie. Kann man aufklappen, können drei Figuren drin sitzen. Ich kenne das Ding nicht, wie gesagt, ich finde es sehr schade. Ich hätte mir so gern ein Battle Ram gewünscht oder was noch cool gewesen wäre, ein Dragon Walker wäre cool, Attack Trap wäre cool gewesen. Halt die Figuren, die an Fahrzeuge, meine ich jetzt, die es früher gegeben hat. Ich brauche kein Filmationsfahrzeug. Das ist irgendwie für mich persönlich, es ist da, okay. Positiv an der Sache ist, also bei den Figuren und Fahrzeugen bei Origins, würde ich mal sagen, ich bin da komplett raus, was die neuen Sachen angeht. Mattel Creation Feld bin ich ja nicht, wie ihr wisst, wie gesagt. Dann war es das für mich mit Origins zusammen, wie gesagt. Ich hatte Masterverse noch. Masterverse ist für mich zurzeit interessanter, wie gesagt, weil ich da eigentlich die Figuren billiger bekomme als bei Mattel Creation, zum Beispiel Cyclone. Der hat ja gekostet, hat XY, Meinung zu XY geschrieben, grüße an dich erstmal herzlich, hat er geschrieben, dass er ungefähr 39 Euro so gekostet hat, mit Versand, allem drum und dran und so. Okay, aber wenn ich jetzt überlege, ich könnte mir jetzt, wenn ich rauskommen sollte, jetzt bei Masterverse den Cyclone, Masterverse kaufen, der kostet nur 29 Euro, 28,99. Der ist größer, der ist cooler, mir gefällt der Masterverse besser in dieser Hinsicht, wie gesagt. Cyclone hätte ich mir gekauft im Handel, normalen Preis, aber bin ich ein bisschen raus, wie gesagt. Mox habe ich auch nicht bekommen damals. Habe ich jetzt echt bestellen können, habe ich nicht gemacht. Ist ausverkauft bei Smith Toys, also zum Bestellen. Online mache ich auch nicht, wie gesagt. Also Studialgame mache ich nicht, das ist vorbei, würde ich sagen. Das sind die Figuren. Interessant finde ich, das kann man sehen, die ganzen, die abgebildet. Das müsst ihr mal auf Instagram gucken oder im Internet. So. Ich kann die Nummer also sagen, wenn ihr wollt. Evelyn hat HYD35, Webstore HDY36, Reptilax HYD38, Speaker HYD40, Clawful, der gerupfte HYD39, die Nummer zu bestellen bei HDY hat 42 als Vipor, Horde Prime, Horde
Topa Prime hat HXR72, aber ich sage Deluxe-Figur ist das bestimmt wieder. Der He-Man und der komische Stranger Things-Figur hat HVV74, ja. Und das Fahrzeug für Collector hat mein Handy ist echt mit der Spinnnetze drin, HTN00. Das sind so die Sachen, die rauskommen werden. Also wie gesagt, ich bin da jetzt komplett raus. Ich kann es fies sein, ich bin mal fies, einfach mal so gesehen. Bisschen abholen, nicht aufholen, kann aber leichter rechnen. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Figuren ungefähr. Sag mal ehrlich ein Wort, mal nicht aufholen, sondern 6 mal 20, 120, 6 mal 2 sind 12, 132 Euro. Deluxe-Figur kostet, sagen wir mal, 30 Euro, sind dann 162 Euro, Doppelpack 132, sagen wir mal 40 Euro, eher 50 Euro, 162, Doppelpack 162, 40, 212 Euro, Fahrzeug würde ich mal sagen auf 60 Euro, 272 Euro und dann noch, ach ja, vergessen noch, ein Doppelpack Prinz Adam und Cringer. Das ist richtig süß, finde ich. So ein süßer Cringer, so groß wie Adam. An das Gesicht von Adam ist, glaube ich, die Version von den Orangens. Nochmal den aufgelegt mit neuem Gesicht. Auch nochmal so Dings, ungefähr Pi mal Daumen, 300 Euro gespart. Danke, Mattel, ich habe es gerne gemacht. Wie gesagt, wenn ich Figuren cool habe, ich es mir kaufen, aber ich finde diese Schiene halt bescheuert. Warum kommen, ja, einige Sammlerfilmationen, wie gesagt, Geschmackssache, mir gefallen die Figuren nicht. Ich hätte lieber Orangens gewünscht, weil Orangens Vintage ist, aber kann man nicht ändern. Was ich mir vielleicht auch kaufen würde, vielleicht von diesen Figuren, die mir echt gefallen. Also was mir gefällt davon, ohne Scheiß, werde ich auch kaufen wahrscheinlich, wenn das rauskommt, wird günstig sein. Cringer und Adam ist so Pflicht bei mir. Ich liebe Adam, also den alten Adam so, dieses Hörspiel Adam, Norbert Langer da irgendwie geblumenstück, Gedichte schreiben. Ich liebe Adam, diese Art von der ist sympathisch. Den Cringer, Adam würde ich mir holen von den neuen Sachen. Das war's eigentlich bei mir gewesen. Und dieses Cringer Things missverstehe ich auch nicht ganz, dieses Crossover. Und Webstore sieht irgendwie, ihr könnt mal Kommentare reinschreiben, wie die Figuren findet irgendwie. Also ich bin kein Filmation-Experte, kenne mich nicht aus. Ich finde, Webstore sieht so menschlich vom Gesicht her aus, finde ich ein bisschen komisch, Webstore. Die alte Figur ist Spielkost irgendwie ein bisschen gerupft, zu wenig Stacheln irgendwie. Da irgendwie jetzt hat Skeletor die Stacheln rausgezogen, der Kopf ist auch komisch, gefällt mir auch nicht so richtig. Das ist so irgendwie so Spielkor-Teenager aus, finde ich den ein bisschen. Und Clawful ist irgendwie magersüchtig. Wenn der alte Clawful sieht gigantisch, Scheren, richtig gigantisch. Das ist aus dem Schlangenkrieger und nicht wie eine Krabbe, kann man sagen. Viper kenne ich nicht, wie gesagt. Hortopa Prime, das sieht schon ganz cool aus. Ein bisschen. Hat ein bisschen was von Maximilian von der Schwarzen Loch, würde ich mal sagen, wenn ihr kennen solltet. Der Hortopa Prime hat was. Das ist rot und schwarz im Mix, finde ich cool. Wenn das so sein soll, Waffe ein bisschen so metallisch gemacht, finde ich, also die metallisch ein bisschen leuchtend gemacht, finde ich cool. Der ist auch ganz okay, kommt im Preis an. Ich schätze mal, wie ich die Mattel kenne, ist der bestimmt wieder USA Early. Stranger Things, das ist Stranger Things Seaman gegen Vecna, heißt der Typ. Vecna muss nicht sein. Der Collector muss auch nicht sein. Collector würde ich mir kaufen, ehrlich gesagt, vielleicht, wenn er bei Smith Toys 20 Euro wäre. Aber so alles über 20 Euro ist mir dafür zu viel. Bei weitem zu viel, kann man sagen, bei dem Fahrzeug. Für das gleiche könnte man ja auch einen Talon-Fighter nochmal kaufen. Und Battle Cats, Cringer und Adams auch sehr schön. Das sind die neuesten Figuren, die jetzt angekündigt sind in der Origins Line. Bestimmt sind ein paar Figuren noch angekündigt werden, bald in Zukunft von spontan, 3 Tage vorher bei Mattel Creation. Also immer schönen Abend noch und bis bald. Ciao!